würdest du dein Sperma spenden? Klammern. Ich habe sogar schon Sperma gespendet. Du hast früher nämlich 80 Euro gekriegt. Einmalig, das ist voll geil. Aber jetzt darfst du nicht mehr anonym. Weißt du, jetzt musst du, wenn du jetzt Sperma spendest, dann dürfen die dich irgendwann kontaktieren. Aber früher konnte man anonym machen. Das geht jetzt nicht mehr, deswegen nein. Jetzt nicht mehr. Würdest du deine Eizellen spenden? Hui. Das ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage? So. Schwierige Fragen. Einfach so? Irgendwo spenden? Ja, warum nicht? Ja, klar, wenn es jemandem hilft. Schwierig. Ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Meine Eizelle spenden. Meine Eizelle? Meine Eizelle? Meine Eizelle? Mein Ei. Mein, okay. Meine Eizellen. Ja. So what? It's too late. Come on. Ja. Ja, warum nicht? Gerne. Für die Forschung, ja. Für andere Partner oder Ehepaare, nee. Ja. Möglich, ja. 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn die Kohle stimmt, warum nicht? Ja, wenn jemand das braucht. Ja. Ja, klar. Wenn es nutzbar ist. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Um jemanden anderes glücklich zu machen, würde ich es machen, ja klar. Ja. Es ist teuer. Also, es ist auf jeden Fall, da kann man gut Geld mitmachen. Hast du schon? Nein. Das geht, glaube ich, nicht in Deutschland so einfach. Würde ich tatsächlich machen. Ich habe auch von homosexuellen Freunden schon mal die Anfrage bekommen, ob ich das irgendwann mal für sie machen würde. Und ich wäre eigentlich total offen dafür. Ich weiß nicht, ob ich anonym sie auch spenden würde. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Was war das genau nochmal? Dass man, das für falls irgendjemand andere, ja, wenn ich schon Kinder habe und alles so läuft, wie ich das mir sozusagen erhofft habe. Also ja, du siehst du ja monatlich die ganze Zeit. Also ich sag ja. Wobei, warte mal, dann... Nee, doch nicht. Ich sag nein. Ja, wenn es nötig ist, ja. 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 Würde ich mein Sperma spenden? Einfach so? Einfach so, oder? Kommt drauf an. Wenn die gutes Geld dafür geben, dann. Warum nicht? 80 Euro für leichtes Geld. Wenn jemand sagt so, ich zahle dir zweimal dein Jahresgehalt so für eine Portion deines Spermas, würde ich schon nicht nein sagen. Ja, aber bei Frau ist ja was viel aufwendigeres. Also ich glaub, es ist sogar manchmal mehrere tausend Euro, weil es ist, man muss davor ja auch eine Hormontherapie durchgehen und ich bin ein sehr empfindlicher Mensch. Ich weiß nicht, wie ich diese Hormontherapie zum Beispiel vertragen würde. Aber theoretisch würde ich jemandem mit einem Kinderwunsch auf diese Art und Weise eventuell immer helfen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Auf jeden Fall. Ich habe mir oft überlegt, ich weiß nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, so, weil man kriegt eigentlich gut Kohle dafür. Ja, wenn die gut zahlen, dann schon, ja. Ich müsste drüber nachdenken, aber ich kann es mir vorstellen. Irgendwann mal ja, glaube ich. Ja, würde ich machen, nach längerer Überlegung. Ja, natürlich. So prinzipiell ja. Ja? Gerade keine Antwort drauf. Nein. Wo lachst du? Auf keinen Fall, gar keinen Fall. Nein. Nein. Nee, ich glaube nicht. Nein. Nee. Nein. 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 Auf gar keinen Fall. Also das ist meins, verstehst du warum? Nein. Dann hast du ja irgendwie so irgendwo ein Kind und du weißt es nicht. Das ist mein Kind, das soll mein Kind sein. Ich glaube nicht, nein. Nein. Ich will wissen, wer meine Kinder sind. Nein, könnte ich emotional nicht. Nur aus finanziellen Interessen würde ich das nicht tun. Wie viel zahlen die? 80 Euro vielleicht? Nein. Wenn es einen guten Zweck hat und eventuell finanziell sehr gut aufgestellt wäre. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Oh, über diese Frage habe ich eigentlich nie nachgedacht. Ich glaube, ich würde mich einfach irgendwie nicht wohlfühlen. Ich finde es eine gute Sache, aber ich würde es nicht machen, glaube ich. Aber vielleicht denke ich auch in 10 Jahren anders. Aus der heutigen Sicht, nein. Nein, würde ich nicht. Ich habe zu viel Geld in meinen Sperma. Ich glaube nicht, nur weil du hast halt irgendwo ein Kind in der Welt und du hast keine Ahnung von diesem Kind. Theoretisch ist es eine schöne Idee, aber es hat auch so eine creepy Seite. So, man könnte jetzt so, Leute würden sagen so, ey, dann rennen irgendwo unbekannte Kinder von dir rum und so, du weißt gar nichts davon.
Spenden, nein. Nein, ja, ja schon, aber ich sehe keinen Grund dazu, deswegen. Ja, denk schon. Ja, klar. Ja. Aber mit dem Gewissen, dass ich dann, dass ein Kind von mir entstammt, persönlich würde ich vielleicht nicht klarkommen können. Und das ist mein, also das ist mein Kind, biologisch gesehen, aber ich erziehe dieses Kind nicht. Deswegen, ich würde es ein bisschen komisch finden, aber ich würde es machen, wenn jemand das wirklich braucht. Ja. Tatsächlich nicht. Ich hätte irgendwie ein Problem damit, zu wissen, so mein Erbgut ist irgendwo da draußen in der Welt. Kommt ganz darauf an, aber wahrscheinlich auch wegen des Geldes, wenn ich ehrlich bin, ja. Also es kommt drauf an, wenn es jemand richtig nötig hat und es ihm damit weiterhelfen würde, ja. Aber nun damit jetzt Geld zu erzielen, nein. Ja, kommt auf die Situation an, aber kommt tatsächlich ja. Ja, ich glaube schon. So gratis oder für Geld? 60 Euro, ich mach's sogar mehrfach, oder? Ich nehm für das wirklich nicht, oder? Oh, ich weiß es nicht. Also Ansicht bestimmt, aber ich bin noch ziemlich jung, deswegen weiß ich es echt nicht. Ey, wenn man im Geldnot ist. Also ich muss auf Geldkrise sein. Bisher noch nicht die Notwendigkeit, aber wenn ich mal irgendwann so richtig pleite, ich bin am Abgrund ganz tief unten, dann eventuell kann sein. Lieber als Blut. Blutspenden geht bei mir gar nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich glaube, ich würde meine Einzelnen nicht spenden, wenn es keinen Grund dafür gibt. Also je nachdem, was die Situation ist, wenn ich mir denke, keine Ahnung, ich würde auch kein Kind, es würde jemandem helfen, dann würde ich es spenden. Also ich würde es grundsätzlich machen. Grundsätzlich mögen Frauen das nicht, insbesondere wenn man mit ihnen verheiratet ist. Habe ich jetzt nie wirklich den Gedanken gehabt. Ich gebe zu, das ist eine Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Eine gute Frage. Ich glaube, man sollte allen jungen Mädels sagen, hey, wenn ihr jetzt noch keine Kinder haben wollt, aber irgendwann später vielleicht Bock habt auf ein Kind, macht ein paar Eizellenspenden. Friert sie ein, irgendwie, ne? Versucht das irgendwie nochmal euch als Möglichkeit zu nehmen. Weil ich glaube, man versteht manchmal erst, wenn man viel zu alt dafür ist, was man hätte machen können, und dann ist es zu spät. Man bekommt es als junger Mensch überhaupt nicht mit. Ja, man denkt, man ist noch jung, man hat Zeit. Und irgendwann ist man Mitte 30, kein Partner. Irgendwann ist man 40, ein Partner, und dann klappt es nicht mehr. Ja, es ist schon irgendwie doof, ja. Das fände ich, glaube ich, nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Ist ja, ich meine, Leute brauchen Samenspenden so, die sind verzweifelt, wollen um. Also, dann bin ich doch bereit, da zu helfen. Ist doch cool. Genau, safe. So, irgendwoher muss es ja kommen. So. Und dann denke ich, ich habe stabiles Genmaterial, so. Ich habe eine gute DNA zu verbreiten, auf jeden Fall. Und ja, dann ist doch cool. Ja, und wenn ihr irgendwie den Kanal gut findet, dann abonniert doch scharf, weil ich denke mal, es ist richtig scharf, wenn ihr dabei seid.